Heute stelle ich mal unseren Schliffer vorstellen, Messer- und Scherenschliffer. Viele andere Produkte haben wir schon gesehen, jetzt gehen wir mal in ganz andere Bereiche. Die Geräte die haben wir schon bald 20 Jahre in unserem Sortiment und jetzt möchte ich mal zeigen, was die wirklich können. Wir haben auf der einen Seite haben wir die Schere, das ist vorne auch angegeben, das ist der mit der Breite. Und auf der anderen Seite haben wir die Messer, das ist vorne auch angegeben, da sind zwei Schliffsteine drin. Da komme ich nachher noch mal schnell drauf zurück. Jetzt zum Schliffen, einfach schnell zum Zeigen, ich habe das Messer vorhin schon geschliffen, das hält. Ich kann euch ja viel erzählen jetzt. Aber jetzt gehen wir an und machen wirklich das ganze Messer mal schnell stumpf, gehen wir mal schnell über den Stein rüber. Einfach, dass nicht einer Schnitt drin gegangen hat, und ich das schnell zeige. Nehmen wir ein neues Zeitungspapier, sind wir übrigens doppelt. Auch hier, wenn ich jetzt noch rübergehe, das hält nicht mehr. Da ist noch ein kleiner Schnitt drin, aber es geht nicht mehr ganz durch. Jetzt wichtig, so wie ich es vorhin gesagt habe, auf der einen Seite die Schere, auf der anderen Seite das Messer. Jetzt wichtig, Messer immer hochkant, immer anstellen. Schliffer aufsetzen und auch wenn er abrutscht, da kann nichts passieren, die Finger sind geschützt. Anstellen, aufsetzen und nur so geht es zum Schliffen. Kann ich schnell einen kleinen Tipp geben. Dünnen hinten ganz runterlegen und dann nur ein bisschen lüpfen und dann ziehen. Was nicht geht, ist das, und das. Hier innen stimmt der Schliffwinkel nicht mehr vom Messer. Hier ist genau das gleiche, der Schliffwinkel stimmt nicht mehr. Wenn ihr das Messer aber anstellen und aufsetzen, ein bisschen lüpfen, habt ihr hier kein Spiel mehr. Und jetzt einfach nur drüber ziehen. Und jetzt habt ihr schon gehört, was passiert. Der tut richtig schliffen. Der zieht jetzt wirklich die Stahlen weg. Und das möchte ich Ihnen auch mal schnell zeigen. Ich tue jetzt das Messer hier an und jetzt müsst ihr mal schnell ein bisschen näher kommen. Messer drauf, drüber und jetzt hören das wieder und ihr seht es schon und da kommt jetzt wirklich Stahl, also das wird wirklich geschliffen. Einfach schnell zum zeigen, dass das Messer jetzt dann auch wieder scharf ist, nehmen wir nur so ein Zeitungspapier, einfach nur schnell drüber und jetzt haben wir auch wieder einen kompletten Schnitt drin, wirklich genial. Was neu auch funktioniert, ist Wellenschliff. Wichtig, alles was Wellenschliff ist, Tischmesser, Tafelmesser, langsam. Wir haben die normalen Klingen rausgenommen und haben die ersetzt durch Wolfram Carbide. Das ist eine Keramikverbindung, das ist etwas vom härtesten, was es gibt zum Schliffen. Wenn ihr hier so schnell drüber geht, wie ich das Messer geschliffen habe, kann es sein, dass ich die Spitzen breche. Der Schliffer geht nicht kaputt, aber die Spitzen oben durch könnt ihr brechen. Also auch hier wieder hochkant, anstellen, aufsetzen, aber ein bisschen lüpfen. Zwei, drei, vier Mal so drüber rein. Und das längt schon bei einem Messer, das einen Schliff gehabt hat, nehmt ihr auch hier beim Wellenschliff einen sauberen Schliff drauf. Weiter natürlich auch Küchenmesser, Rüsterli, alles zusammen. Hochkant anstellen, aufsetzen, einfach nur drüber fahren, 2-4 Mal. Auch das lenkt wieder das Messer, das einen Schliff gehabt hat, habt ihr hier wieder einen sauberen Schliff drauf. Jetzt auch noch wichtig, Tisch, Tafelmesser, die könnt ihr auch schliffen. Aber auch hier habt ihr so einen Wellenschliff drauf. Kann ich jetzt gerade sagen, wenn ihr natürlich 30-40-jährige Messer habt, die könnt ihr schon schliffen. Aber wenn die nie mehr geschliffen worden sind, dann müsst ihr hier halt vielleicht 4, 5, 6, 7 Mal drüber fahren. Auch hier aufsetzen, drüber fahren und ihr hört schon, wie es auch hier wieder zieht. Und ich kann euch auch das schnell zeigen, ich bin überzeugt davon, ihr habt nicht viele Messer daheim in euch noch Haushalt, wo ihr herangehen könnt, schnell drüber fahren und die Messer hauen wieder. Absolut genial. Das war mal die ganze Messerseite. Wenn wir Scheren haben, ist genau das gleiche. Die Schere nehmen, aufklappen, anstellen und jetzt nehmen wir die Scherenseite. Auch hier wieder aufsetzen und einfach nur fein. 2-3-4 Mal fein drüber reinfahren. Umkehren, hier wieder genau das gleiche. 2-3-4 Mal drüber rein. Auch das reicht schon bei einem Scher und Schliff gehabt. Sogar im kleinsten Bereich, wenn ihr Nagelscherle habt oder sogar Nagelscherle, die Bogen sind, auch hier anstellen. Dünnt den Finger runter, dann gehen sie nicht ganz auf. Dann kommt ihr nämlich auch bis ganz hinten. Und in der Stahlwölbung, im Kreis nachfahren. 2-3-4 Mal so drüber fahren. Umkehren, hier wieder das Gleiche. 2-3-4 Mal drüber rein, habt ihr auch hier wieder einen sauberen Schliff drauf. Nur schnell einen kleinen Tipp für die Frauen, die nähen tun. Ich weiss, es am schlimmsten ist, wenn sie vorne im Spitz hin und nichts mehr hauen. Kleiner Tipp, anstellen, aufsetzen, Scherenseite und tun vorne einfach nur den Spitz 2-3-4 Mal so ein Spitzchen machen, drüber rein. Am Schluss, aber sicher noch einmal ganz drüber rein.
Wenn ihr das immer macht davon, wir haben da irgendwann eine Auswölbung drin, die haben vorhin gesehen, der tut wirklich schliffen. Ja. Pullenschere, Flügelschere, genau das gleiche. Aufklappen, anstellen. Tun sie auch hier wieder ein bisschen aufklappen. Scherenseite aufsetzen, drüber hier 2, 3, 4 Mal. Umkehren und auch hier, wo die Zacken drin sind. 2, 3, 4 Mal drüber hier. Ihr merkt ja nachher selber, haut sie wieder oder haut sie nicht. Vielleicht müssen halt nur 2, 3 Mal drüber. Aber auch das funktioniert. Noch schnell wichtig: Blätter von Aufschnittmaschinen. Sei es das Zacken oder sei es das Flache, die müsst ihr schnell rausnehmen. Also das ist ein bisschen gefährlich, wenn ihr rangeht bei laufendem Betrieb, dass ihr die dran anheben tut, sondern einfach nur schnell rausnehmen, aufstellen, macht eine kleine Markierung, dann wisst ihr, wo ihr angefangen habt. Anstellen, aufsetzen, Messerseite und auch hier 2, 3, 4 Mal einfach so ringsum fahren. Tönt dann schauen, prüfen, aber wirklich nur ganz, ganz minim drüber fahren. Ich bin überzeugt, die bringen auch die wieder scharf an. Gartenschere. Vorhin waren wir noch im Scherenbereich drin, das ist etwas speziell. Wenn ihr eine Rebschere habt, Gartenschere, kann ich gerade sagen, ihr kommt mit der Messerseite, weil da ist ein Messerschliff drauf, kommt ihr nicht bis ganz runter und das seht ihr auch. Optimalste Fall ist natürlich, die Schere schnell aufmachen. Hier wieder genau das gleiche, anstellen, aufsetzen, 2, 3, 4 Mal drüber hier. Dann haben wir auch hier wieder einen sauberen Schliff drauf, das kann ich auch hier schnell zeigen, nehmen wir auch hier nochmal schnell ein Papier. Ich weiss nicht, wie viele Scheren daheim haben, wo wir drüber fahren können, wo wir aber so sauber ist, nicht machen damit. Wirklich genial. Also mit unserem Messerscherenschleifer könnt ihr im Prinzip alles schleifen. Noch ganz, ganz wichtig, jetzt nehmen wir noch das Gerüste dahinter. Wenn ihr ein Sägesen habt, auch ein Sägesen könnt ihr schleifen. Aber das ist wieder genau das gleiche wie bei einem normalen Messer. Die Sägesen anstellen, Messerseite aufsetzen und auch hier so nachfahren. 2, 3, 4 Mal einfach auch hier drüber. Und auch hier gehört ihr schon, das tut wirklich schliffen. Was ich sagen kann, so ein Schliffen ist nichts anderes, als wenn ihr mit dem Stein drüber geht, tun sie schliffen. Es tut nicht das Dengeln ersetzen. Aber zeigen sie, dann könnt ihr so scharf vorne damit. Und das wäre es jetzt mit dem Schliffen von uns. Wie gesagt, wir haben das schon jahrelang im Programm. Und ich habe gesehen, ihr bringt wirklich alles zusammen wieder scharf damit. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einer anderen Vorführung, bei einem anderen Produkt. Tschüss zusammen.